In einer warmen Sommernacht, die noch einen Hauch der elektrisierenden Hitze des Tages in sich trägt, bahnt sich ein junges Pärchen seinen Weg durch die Straßen. Du und eine wahnsinnig bezaubernde junge Frau. Aus dem Lautsprecher des kleinen VW-Käfers tönt leise Musik. Über euer ausgelassenes Gelächter hinweg tauscht ihr zwei Turteltauben immer wieder verliebte Blicke aus. Voller Vorfreude auf den lang ersehnten Moment der Zweisamkeit. Nur wenige Augenblicke später erreicht ihr euer romantisches Ziel. Eine abgelegene Wiese. Hier fernab vom Trubel der Stadt scheint die Welt nur euch zu gehören. Dort, direkt unter dem Sternenhimmel, beginnt die Luft förmlich zu knistern und das Leder der Rückbank des Wagens zu knarzen, als ihr euch langsam einander näher kommt, Hände über den Stoff der Kleidung des jeweils anderen fahren. Deine Augen sind auf ihre sanft geschwungenen Lippen gerichtet. Für den Bruchteil eines Augenblicks erscheint es dir, als hätte sich etwas in deinem Augenwinkel bewegt. Etwas dort draußen in der Dunkelheit. Ja, wohl kaum. Der Gedanke bleibt tief vergraben. Zu wichtig ist es, mit deinen Lippen die ihren zu berühren und ihre Zunge zu spüren, die sich vorwitzig durch den leicht geöffneten Mund nach vorne wagt. Urplötzlich reißt ein Zischen die Stille entzwei. Ein unerwartetes Geräusch in der Abgeschiedenheit. Erschrocken schaut ihr euch beide um. Mit einem Anflug von Sorge hoffst du nur, dass das ärgerliche Zischen nicht von deinem Reifen stammt, denn die hattest du schließlich gerade erst gewechselt und mitten in der Nacht auf einer Wiese, vielleicht nicht der beste Ort für eine Panne. Trotz der lautstarken Einwände deiner Freundin steigst du aus. Ärger steigt in dir auf. Du willst das Problem am besten sofort lösen oder dich zumindest davon überzeugen, dass es gar kein Problem gibt. Dein Blick fällt auf das Hinterrad. Ein tiefer Schnitt klafft im Gummi. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wütend holst du mit dem Fuß aus und trittst gegen den erschlaffenden Reifen. Das Problem musst du jetzt lösen. Du drehst dich um deiner Freundin Bescheid zu geben, da durchzuckt dich ein scharfer, brennender Schmerz. Verdutzt blickst du an dir hinab. Von dort, wo der Schmerz sich durch deinen ganzen Körper frisst, breitet sich ein tiefroter Fleck auf deinem Hemd aus, der rasend schnell immer größer wird. Du weißt nicht, ob es der Schmerz oder die panische Angst ist, die dir den Atem verschlägt. Du blickst von der Wunde auf und da realisierst du es. Der Schatten, den du vorhin zu erahnen glaubtest, steht vor dir. Das feuchte Mondschein glänzende Messer in der Hand. Die Realität trifft dich wie ein fester Schlag ins Gesicht. Zu spät hast du die unmittelbare Gefahr erkannt. Das Rauschen in deinen Ohren, das mit jeder Sekunde lauter wird, übertönt die markerschütternden, kreischenden Schreie ganz aus der Nähe. Schwäche übermannt dich. Hände greifen nach dir, versuchen dich zu halten, während die Kraft dich verlässt und du langsam am Auto hinab zu Boden rutscht. Deine Augen sind auf den Schatten fixiert, bis der sich langsam zwischen den Bäumen verliert und deine Sicht sich trübt. Und hast du schon Angst? Was für eine Geschichte, meine lieben Freunde, oder? Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres True Crime Eisbergs. Stellt euch vor, es ist bereits die 8. Heute tauchen wir wieder tief in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Doch seid gewappnet. Diese Folge könnte durchaus unangenehm werden, da der Fall, den wir beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Auch wenn ich die grausamen Details, wie gewohnt, bewusst zurückhalten werde. Also schnallt euch lieber an, das wird eine wahre Gefühlsachterbahn. Erinnert ihr euch an Jeffrey Dahmer aus der 5. Episode? Äußerlich die Ruhe selbst, eloquent, charmant, ein Mensch, bei dem man nie vermuten würde, welch düstere Gedanken sich hinter dem scheinbar harmlosen Äußeren verbergen. Und da wäre Papa Denke aus Folge 2, bekannt in der Nachbarschaft für seine Hilfsbereitschaft. Doch hinter dieser freundlichen Maske verbarg sich etwas Unfassbares. Beide Fälle haben uns eindrücklich vor Augen geführt, dass der Schein leider oft trügt. Heute konzentrieren wir uns auf einen Fall, der in eine ganz ähnliche Richtung geht. Wir enthüllen die Geschichte eines unscheinbaren Mannes, dessen wahre Natur weit über das hinausging, was natürlich sein sollte. Sein Name ist Joachim Kroll. Stille Wasser sind tief und verdammt trüb. Aber wie kann jemand, der so harmlos erscheint, in so schwere Verbrechen verstrickt sein? Genau diese Frage beschäftigte auch die Ermittler in diesem Fall. Sie hatten wohl kaum einen so unauffälligen Mann auf dem Radar. 1,60 Meter groß, schmächtig, ein Außenseiter.
Doch ich frage mich, war es wirklich nur Krolls Unauffälligkeit, die ihn mehr als 2 Jahrzehnte lang davor bewahrte, entdeckt zu werden? Oder gibt es in dieser Geschichte, wie so oft, noch tiefere, verborgene Schichten, die es zu ergründen gilt? Doch erstmal, was ist denn genau passiert? In den 1950er Jahren sollte das Ruhrgebiet zum Schauplatz der wohl schlimmsten Mordserie der Nachkriegsgeschichte werden. Ein unbekannter Täter machte im Verborgenen Jagd auf unschuldige Frauen und Mädchen. Mindestens 14 von ihnen bezahlten dafür mit ihrem Leben. Das ganze Ausmaß dieses Falls erschütterte nicht nur die Ermittler, sondern ließ die gesamte Bundesrepublik fassungslos zurück. In einer Zeit, in der das Land noch damit zu kämpfen hatte, die düsteren Schatten des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen, blühte der Westen unter dem berüchtigten Wirtschaftswunder auf. Der Osten hatte es unter dem Sowjetregime schwerer. Jahrzehnte voller Spannung, der Kalte Krieg, die Teilung durch die Berliner Mauer, ein Land zerrissen in zwei Welten. Doch in dieser Zeit des Umbruchs brodelte es auch unter der politischen Oberfläche des Westens. Die Studentenbewegung rüttelte an alten Strukturen, forderte die Freiheit und Demokratie. Gleichzeitig brachte der rasante Wandel auch neue Unsicherheiten mit sich. Städte, die in Schutt und Asche gelegt waren, wucherten jetzt plötzlich wie Unkraut. Menschen strömten in die Metropolen, Gesichter verschwanden in der Menge. Genau in diesem Durcheinander war es, in dieser neuen Welt der Anonymität, dass ein Mann wie Joachim Kroll den perfekten Nährboden für seine sinistren Absichten fand. Kroll, dessen Name später für die Verbreitung von Angst und Schrecken stehen sollte, wusste diese schnelllebige Gesellschaft perfekt für seine Mordlust zu nutzen. Dennoch bleibt die Frage, was Kroll überhaupt zu solchen Taten getrieben hat. Nun, man könnte wieder den sexuellen Aspekt bei solchen Verbrechen vermuten, wie wir es schon bei Hamann gesehen haben, da mit einer Ausnahme ausschließlich Frauen und Mädchen im Alter zwischen 4 und 61 Jahren Kroll zum Opfer fielen. Doch wäre das zu einfach gedacht? Hat ihn vielleicht eher Hass getrieben, diesen Menschen das Leben zu nehmen? Oder gibt es sogar noch viel tiefer liegende Facetten seiner Psyche, die wir Stück für Stück enthüllen müssen? Gehen wir ans Werk, liebe Freunde. Wir schreiben das Jahr 1976. Der Sommer hat eben erst begonnen und Deutschland freut sich über die anhaltende Hitze. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo man sich über Hitze gefreut hat. Am Nachmittag des 2. Juli ist die kleine Marion mit ihren Freundinnen auf dem Spielplatz, ganz in der Nähe von zu Hause, in der Friesenstraße, Duisburg-Lahr. Ihre Eltern, die Eheleute Kettner, haben ihre 4-jährige Tochter nur kurz zum Spielen rausgeschickt. Und dort, umgeben von Sonnenschein und Kinderlachen, wird das Mädchen sorglos die letzten Augenblicke ihres viel zu kurzen Lebens verbringen. Denn nur Minuten später spricht der freundliche kleine Mann, den alle nur Onkel Achim nennen, und er steht Schokolade für die Kinder dabei hat, die kleine Marion an und lädt sie zu sich in seine Wohnung ein, in der direkten Nachbarschaft. Doch anstatt des erwarteten Spielzeugs findet Marion ein schreckliches Ende. Hier vergeht sich der Mann an ihr und nimmt ihr schließlich das Leben. Die Ermittler ahnen noch nicht, mit wem sie es zu tun haben, als sie der Vermisstenmeldung von Marions besorgten Eltern nachgehen. Schnell wird ihnen aber bewusst, dass die kleine Marion nicht nur spurlos verschwunden ist, sondern dass sie wohl ihren Mord aufklären müssen. Und das ist erst der Anfang. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass mir das Schicksal der kleinen Marion sehr nahe geht, aber es ist nicht nur die offensichtliche Tragik, die mich beschäftigt. In meiner Recherche, in der ich unzählige Videos und Dokumentationen gesehen und Berge von Zeitungsartikeln und Büchern gewälzt habe, hat mich vor allen Dingen eins immer wieder erschüttert. Die Art und Weise, wie die Medien damals, wie heute, über solche Tragödien berichten. Laut Aussage des Kriminalbeamten, der mit dem Verhör Krolls betraut war, hatte die Bild damals sogar ein Interview abgedruckt, das so gar nicht stattgefunden hatte. Offenbar waren sich die seriösen Medien damals nicht zu schade, sich die Schlagzeilen einfach selbst auszudenken. Nur 11 weitere Schlagzeilen widmete Axel Springer diesem Fall. Schamlos und widerwärtig und das seit Jahrzehnten. Da muss man sich erstmal so treu bleiben. Die Befriedigung der Sensationslust ist wohl der einzige Faktor, der zählt, während das wahre menschliche Leid oft in den Hintergrund rückt. Und das Schlimmste ist, das passiert immer noch. Auch heute noch. Das frustriert mich und das macht mich traurig. Eine Ausnahme bildet das Format Anwälte der Toten, das einige unter euch vielleicht bereits kennen. Das arbeitete Krolls Verbrechen nämlich in einem angemessenen Rahmen auf. Hier wird sich nicht nur darauf konzentriert, was diesen unschuldigen Frauen widerfahren ist, man gibt auch unter anderem den Angehörigen Raum, ihrer Trauer und dem Gefühl der Machtlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Und wenn ihr mich fragt, ist das in diesem Fall mehr als nötig. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was in diesem Fall passiert ist, müssen wir über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt hier nämlich leider viel mehr zu entdecken, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Also meine Freunde,
Macht euch bereit. Ihr fragt euch sicherlich, wie die Polizei letztlich Joachim Kroll überführen konnte. Nun, nachdem die Eltern der kleinen Marion Kettner sie stundenlang vergeblich gesucht hatten, schalteten sie die Polizei ein. Aber trotz einer groß angelegten Suche, bei der sogar Hunde und Hubschrauber zum Einsatz kamen, fehlte auch 2 Tage später von dem Mädchen jede Spur. Nur ein sonderbarer Hinweis erregte die Aufmerksamkeit der Ermittler. Während sie von Haus zu Haus gingen, stießen sie auf einen Anwohner der Friesenstraße Nummer 3, der von einem seltsamen Zwischenfall mit seinem Nachbar berichtete. Der Nachbar, Joachim Kroll, hatte ihn darum gebeten, das gemeinschaftlich genutzte Etagenklo nicht zu benutzen, da er es angeblich mit den Innereien eines geschlachteten Kaninchens verstopft habe. Diese kuriose Erklärung ließ die Ermittler aufhorchen. Sie ahnten, dass mehr dahinter stecken könnte und beauftragten einen Klempner, sich das mal genau anzusehen. Und was dieser in den Tiefen des Abflusses fand, war nicht nur eine Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtung, sondern deckte auch die grässliche Wahrheit hinter Marions Verschwinden auf. Kurzerhand entschlossen sich die Beamten dazu, den Nachbarn in der Dachgeschosswohnung einen Besuch abzustatten. Jedoch, was sie dort vorfinden sollten, ging selbst den Hartgesottensten unter ihnen zu nah, denn der kleine, schmächtige Mann, der sie an der Tür empfing, begrüßte sie mit den Worten: "Sehen Sie doch mal in der Tiefkühltruhe nach." Ehe die Ermittler überhaupt dazu kamen, den Inhalt des Kühlschranks und der Tiefkühltruhe zu untersuchen, wie der Verdächtige selbst es vorgeschlagen hatte, war es der Kochtopf auf dem Herd, in dem eine Suppe mit Möhren, Kartoffeln und einer anderen Zutat köchelte, auf die ich nicht genauer eingehen möchte. Kroll wurde später nicht grundlos als der Menschenfresser von Duisburg bezeichnet. So viel kann ich sagen. Er leistete den Beamten keinen Widerstand und gestand seine Tat noch vor Ort. Zu jenem Zeitpunkt konnten die Ermittler noch nicht ahnen, dass Kroll für mindestens 13 weitere Morde verantwortlich war, die bis ins Jahr 1955 zurückdatierten. Sein erstes Opfer war nachweislich die 19-jährige Irmgard Strehl, die er nach einem Versuch der Annäherung vorsätzlich erstochen hatte, da er es leid war, von Frauen zurückgewiesen zu werden und für so einen Fall ein Messer bei sich führte. Ja, so löst man scheinbar auf nachhaltige Weise seine Probleme, habe ich jetzt gelernt. Die anfänglichen Verhöre gestalteten sich als schwierig, da Kroll sich zunächst verschlossen zeigte. Im Laufe der Zeit gelang es dann aber besonders einem Ermittler, das Vertrauen des kontaktscheuen Serienmörders zu gewinnen. Der junge Kriminalbeamte Bernd Jägers sprach mit Kroll zu Beginn über ganz banale Dinge, seine Hobbys, Probleme, die ihn belasteten und sein alltägliches Leben, wodurch sich Kroll nach und nach öffnete und ihm von immer mehr Taten berichtete, obwohl er sich oft nur bruchstückhaft erinnerte. Über Wochen hinweg führten sie Befragungen durch, wobei der damals 43-jährige Kroll den Ermittlern erklärte, dass er in den letzten 20 Jahren bis zu 30 Menschen getötet hatte. Die kleine Marion war nicht nur sein letztes, sondern auch sein jüngstes Opfer. Ihr erinnert euch an die Geschichte zu Beginn dieses Videos? Nun, so ähnlich hat sich tatsächlich der Mord an Krolls einzigen männlichen Opfer zugetragen. Als Kroll im August 1965 Hermann Schmitz und dessen Freundin Rita in einem VW Käfer auf einer Wiese einen großen Baum bei ihrem Liebesspiel beobachtete, zerstach er zunächst einen Autoreifen und als der junge Mann ausstieg, um nachzusehen, wurde er von Kroll mit einem Messer schwer verletzt. Obwohl er es zurück ins Auto schafft, starb Hermann in den Armen seiner Freundin. Doch dieser Vorfall war tatsächlich keine Ausnahme. Oftmals getrieben von einem seltsamen Kribbeln, wählte er seine Opfer zufällig aus, so wie sie quasi verfügbar waren. Dabei schlug er nie an einem Ort zweimal zu und überwältigte seine Opfer stets aus dem Hinterhalt. Im Juli 1976 allerdings hatte er mit Knieproblemen zu kämpfen, weswegen er entgegen seines gewohnten Vorgehens in der Nachbarschaft zuschlug, was ihm letztlich zum Verhängnis wurde. Die Ermittler nahmen ihn daraufhin zu den Tatorten bisher ungelöster Fälle, bei denen sie Kroll als den möglichen Täter verdächtigten, wo dann nicht nur seine Erinnerung zurückzukehren schien, sondern er die Überwältigung und Ermordung seiner Opfer mit dem Polizisten nachstellen konnte. Diese Bilder werde ich vermutlich nie vergessen. Schließlich konnten ihm 8 Morde und ein Mordversuch nachgewiesen werden, ohne dass er Reue, Scham oder Schuldgefühl dabei zeigte. Sein Ziel war es lediglich, das Kribbeln loszuwerden, dieses verdammte Kribbeln. Doch was war mit den übrigen Opfern, an die er sich zu erinnern schien? Nun, ich wünschte, ich würde scherzen, aber während Kroll seine Mordserie fortsetzte, wurden in 5 Fällen unschuldige Männer fälschlicherweise beschuldigt und zur Rechenschaft gezogen. 2 von ihnen verbrachten ihre ungerechtfertigte Strafe im Gefängnis. Die anderen 3 sahen sich einer derart intensiven Verfolgung und Stigmatisierung durch ihr Umfeld ausgesetzt, dass sie keinen anderen Ausweg sahen, als ihr Leben selbst zu beenden.
wie viele Leben dieser Mann zerstört hat. Trotz ihrer späten Freilassung blieb in den Augen vieler das Stigma des Kindermörders an ihn haften, was zu einem unerträglichen Leidensdruck für die Betroffenen selbst und auch ihre Angehörigen führte. Ich habe euch gewarnt, dieser Fall ist wirklich zum Haare raufen. Doch was steckt nun wirklich hinter der unscheinbaren Fassade Joachim Georg Krolz? Und finden wir hinter dieser Maske vielleicht den Grund seiner grausamen Verbrechen? Geboren am 17. April 1933 als eins von 9 Kindern in einer Bergarbeiterfamilie im tiefsten Oberschlesien, war Krolz schon immer ein Außenseiter. Ein schwächliches, unscheinbares Kind mit einem IQ von nur 76. Ich muss euch vermutlich nicht erklären, dass ihn seine geistige Einschränkung, besonders in der Schule, zu einem einfachen Ziel für Grausamkeiten aller Art machte. Und zu Hause sah es leider nicht besser aus. Das Verhältnis zu seinen Geschwistern war alles andere als herzlich. Sie hatten Gefallen daran gefunden, ihren Bruder regelmäßig zum Sündenbock für sämtliche Vergehen zu machen, weswegen der liebevolle Vater wenig Geduld mit dem kleinen Achim zu haben schien und er den Jungen kurzerhand zu seinem Prügelknaben machte, der scheinbar für alle Probleme der Familie verantwortlich war. Doch wo soll solch ein Kind Zuflucht finden, wenn die eigene Familie einen noch weniger leiden kann als die Mitschüler? Mensch, klingt das nicht nach einem idyllischen Familienleben? Als hätte dieser Junge nicht schon genug Leid während des Zweiten Weltkriegs und danach erlebt und durch sein Umfeld Traumata gesammelt, wie andere Briefmarken, ging es für ihn als Jugendlicher direkt weiter. Denn kaum hatte er in dieser Zeit begonnen, auf einem Bauernhof zu arbeiten, wurde auch hier jeder Fehler mit Gewalt bestraft. Also egal, wo er hinging, er war ein Außenseiter oder vielmehr das Opfer. Kroll lernte nie, wie man normal mit Menschen umgeht, geschweige denn, wie man Frauen anspricht. Seine Versuche, beim Mädchen zu landen, waren so subtil wie ein Vorschlaghammer. Willst du mit mir schlafen? Und Überraschung, das kam nicht gut an. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Denn während seiner Zeit auf dem Bauernhof begann seine dunkle Seite zwischen Tod und Blut und aufgeschnittenen Körpern des Schlachthofs aufzukeimen. Sein Aha-Erlebnis hatte er beim Anblick eines geschlachteten Schweins. Nicht gerade der konventionelle Weg, um seine Sexualität zu entdecken. Und er empfand keinerlei Ekel. Vielmehr fühlte er sich bei dem Anblick beinahe ekstatisch. Es dauerte nicht lang, bis er sich an den toten Tieren auch verging. Auf diese Weise erkannte er seine makabre Faszination für das Schlachten von Tieren. Und da haben wir es mal wieder, meine Freunde. Heranwachsende, die Tiere töten und dabei sexuelle Fantasien entwickeln, ist ziemlich beruhigend, nicht wahr? Später begann er dann mit Sexpuppen zu experimentieren, die er zunächst sorgfältig kleidete, nur um sie dann aufzuhängen oder zu würgen. Dabei stellte er sich nach eigener Aussage vor, wie nicht das Gummi zwischen seinen Händen nachgab, sondern der Hals einer echten Frau. Und es sollte auch nicht mehr lange dauern, bis er diese Vorstellung in die Tat umsetzte. Denn als im Jahr 1955 seine Mutter starb, verlor Kroll, der damals 22 Jahre alt war, nicht nur seine letzte emotionale Stütze, sondern auch den letzten Rest an sozialer Einbindung. Und zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits in Duisburg, wo eine Mordserie ihren Lauf nahm, die das ganze Land in Atem halten sollte. Ein Zufall? Wohl kaum. Man könnte meinen, mit dem Verlust der mütterlichen Liebe hatte Kroll auch jeglichen Bezug zur Realität verloren. Während sich 3 Jahre später, am 4. Oktober 1979, die Menschenmenge vor dem Landgericht Duisburg die Todesstrafe zurückwünschte, hoffte Kroll dagegen darauf, dass ihm das Gericht bei seinem lästigen Gewaltproblem helfen und ihn danach wieder nach Hause schicken würde. 151 Prozesstage gingen ins Land, ehe Joachim Kroll im April 1982 letztlich in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Weitere Taten jedoch, die er zuvor gestanden hatte, konnten ihm allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. In einer Zeit, in der die Todesstrafe längst Geschichte war, entging Kroll knapp dem Schafott und wurde stattdessen zu lebenslanger Haft verurteilt. Na, vermutlich nicht das, was er erwartet hatte. Sein Leben endete abrupt am 1. Juli 1991 in der Strafjustizanstalt Rheinbach, als Kroll im Alter von 58 Jahren einen Herzinfarkt erlitt. Das war 15 Jahre nach seiner Verhaftung. Dass Kroll überhaupt in der Lage war, über 2 Jahrzehnte unentdeckt zu bleiben, ist nicht nur schockierend, sondern auch ein handfester Skandal. Wären nicht unschuldige Männer fälschlicherweise für seine Taten zur Rechenschaft gezogen und die vermeintlichen Einzelfälle ad acta gelegt wurden, hätte man vielleicht früher das wahre Ausmaß erkannt. Nicht nur die 14 Menschen, die er kaltblütig umgebracht hat, zählen zu seinen Opfern, sondern auch die 5 Männer, die zu Unrecht beschuldigt wurden. Aber gut, ich darf nicht zu sehr mit den damaligen Ermittlern ins Gericht gehen. No pun intended, denn das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Kroll war vorsichtig, schlug niemals 2-mal am gleichen Ort zu und suchte sich stets abgelegene Plätze für seine Taten aus. Aus Sicht eines Mörders ein frappierend strategisches Vorgehen in einer Zeit, in der ein unscheinbarer Mann wie Kroll in den Massen der Metropolen nahezu untertauchen konnte. Und die Polizei damals? Die war technisch noch lange nicht auf dem Stand,
den wir heute kennen. Wenn man sich nur auf ungenaue forensische Beweise wie Blutgruppenmerkmale oder Haare verlassen kann, ist das natürlich problematisch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, liegt das eigentliche Problem noch viel tiefer. Es geht um die Art und Weise, wie Kroll aufgewachsen ist. Ein stark traumatisierter Mensch mit solchen Gewaltfantasien und ohne Zugang zu passender Hilfe ist eine tickende Zeitbombe. Und die kann vor sich hin schlummern oder hochgehen und alle in ihrem unmittelbaren Umkreis mit sich reißen. Ein Risiko, das ich nach dem Konsum von so viel True Crime Content nicht eingehen wollen würde. Better to be safe than sorry. Und wenn es wirksame Prävention gäbe, müssten sich die Ermittler nicht den Kopf über Fälle wie diesen zerbrechen. Leider dürfen wir natürlich nicht vergessen, in welchen Zeiten wir uns jetzt hier befinden, denn früher wird ein auffälliges Kind wohl kaum zum Psychologen geschickt worden sein. Diese verdammten Quacksalber, mein Kind ist doch kein Wahnsinniger. Maximal Taugenichts. Besonders bei einem so umsichtigen und besorgten Vater, wie Kroll ihn hatte. Aber das Problem ist uns ja nicht neu und trifft uns auch heutzutage noch. Was das Ganze noch frustrierender macht, wenn ihr mich fragt. Doch was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und denken wir jetzt nochmal an die eingangs gestellte Frage zurück. Was trieb Joachim Kroll zu seinen Taten? Wie so oft bei solchen Fällen ist die Antwort komplex. Denn Kroll war kein typischer Serienmörder. Seine Kindheit und seine geistige Verfassung bieten einen unerwarteten Einblick in seine Motivation. Krolls Fähigkeiten, in erster Linie so lange unentdeckt zu bleiben, war ungewöhnlich für jemanden mit seinen vor allen Dingen kognitiven Einschränkungen. Er agierte allein, ohne die Notwendigkeit eines Komplizen. Er galt als harmlos und gutmütig, was die Vorstellung, er könnte so abscheuliche Taten begehen, nahezu undenkbar erscheinen ließ. Die Polizei suchte nach einem Täter, der in ihr Bild eines intelligenten, durchtriebenen Mörders passte, nicht nach jemandem mit Krolls Profil. Ein folgenschwerer Irrtum. Kroll wuchs in einer Umgebung auf, die von Ablehnung und Mangel an Zuneigung geprägt war. Besonders Frauen gegenüber empfand er tiefen Hass, verstärkt durch ihre wiederholte Zurückweisung. Seine gewalttätigen Fantasien, zunächst an Tieren ausgelebt, gaben ihm ein Gefühl der Kontrolle, etwas, das ihm in seinem sonstigen Leben verwehrt blieb. Das Schlachten von Tieren gab ihm einen ersten Eindruck dieser Macht, den er später auf Menschen übertrug. Um es mit den Worten der Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu sagen, hier konnte er sich dann endlich mächtig fühlen. So kam die sexuelle Erregung mit dem Wunsch zusammen, endlich einmal nicht das Opfer, sondern der mächtige Täter zu sein. Ihrer Meinung nach zeigte sich seine Bindungsstörung besonders in den kannibalischen Tendenzen, da es nicht nur um das Töten per se, sondern um das Einverleiben eines anderen Menschen ging. Also eine ganz kranke Art der Nähe, wie wir es auch bei Jeffrey Dahmer beobachten konnten. Letztlich trug seine geistige Einschränkung dazu bei, dass er nicht erkennen konnte, dass seine Handlung die sozialen und moralischen Grenzen deutlich überschritten. Krolls Geschichte zeigt, dass wir oft nicht erkennen wollen, was sich hinter so einer unauffälligen Fassade verbirgt. Seine Taten und die psychologischen Muster dahinter erinnern uns daran, dass die Motive und das Innenleben eines Serienmörders oft weitaus komplexer sind, als wir annehmen. Joachim Kroll gehört zu den berüchtigsten Serienmördern in der deutschen Geschichte. Ein Jahrhundertfall, der bis heute nichts von seinem ursprünglichen Schrecken eingebüßt hat. Trotz seiner geistigen Einschränkung gelang es ihm, die Polizei über Jahre hinweg zu täuschen und eine Schneise lähmender Angst und Hilflosigkeit zu hinterlassen. Seine Taten, geprägt von einer erschütternden Gleichgültigkeit gegenüber dem Wert eines menschlichen Lebens, zwingen uns dazu, die Komplexität solcher Verbrechen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft zu erkennen und zu verstehen. Denn Krolls holpriger Lebensweg als stetiger Außenseiter zeigt deutlich, welche gravierenden Auswirkungen soziale Ausgrenzung und Traumata haben können. Dieser Fall führt uns erneut die Bedeutung frühzeitiger Unterstützung Betroffener vor Augen. Es ist essentiell, präventiv zu agieren, um zu vermeiden, dass Traumata eines Einzelnen zur Tragödie für viele wird. Diese Geschichte ist mehr als nur die eines Verbrechers. Sie ist ein Spiegelbild der Turbulenzen und der tiefen Risse jener Jahrzehnte. Ein dunkles Kapitel, das zeigt, wie sehr Zeiten des Wandels und der Unsicherheit das Schicksal eines Menschen nachhaltig prägen können. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein solltet, dann erzähle ich euch von einer wahren Märchenhochzeit. Also bleibt gespannt, meine Freunde. Ich hoffe, ihr fandet den Deep Dive in die 8. Folge des True Crime Formats genauso spannend wie ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal. Vielen Dank für euer Interesse. Bis dann. Tschüssikowski.